Gratulation, herzlichen Glückwunsch. Ihr wisst, wie das jetzt abläuft mit den Skins? Nein. 2 Wochen oder sowas, oder? Genau, ihr müsst nichts machen. Außer, damals war das noch, dass ihr den Timo adden müsst, aber das müsst ihr auch nicht mehr machen. Ihr kriegt jetzt einfach die Sachen zugeschickt und bekommt es dann. Ich glaube, die Mystery Skins, die RP bekommt ihr schneller als die Mystery Skins. Die Mystery Skins brauchen ein bisschen. Okay. Also ihr müsst nichts machen. Außer natürlich beim nächsten Mal wieder mitmachen, ne? Sowieso. Sowieso. Also wenn sollen wir jetzt hoch zu genau dem Channel? Nö, Quatsch. Also ihr könnt jetzt entweder, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. An sich ist alles free. Aber wir können auch alle zusammen hoch in den Channel gehen und nochmal kurz miteinander reden. Alles klar, okay, wir kommen hoch. Alles klar. So, GG well played, Leute. Danke. GG well played. Krass, krass knappes Game, ohne Mist. Ja, das war echt knapp. Nice. Gut gespielt, ja. Hallo. Wir sind geschmeichelt, dass ihr das Spiel als knapp angesehen habt. Das war ja auch am Anfang sehr knapp. Das war am Anfang echt riesig. Also der Laneswap, ich muss sagen, der Laneswap war intelligent. Dadurch habt ihr Panther in den Farm denied und Katharina Farm gegeben gegen Nasus. Und Janna Barrier anstatt Exhaust. Ja, das war der Hauptpunkt, finde ich. Das hat nicht viel mehr da muss man auch Folgendes sagen. Selbst, also ich, nicht, dass ich jetzt das Barrier unbedingt so verteidigen möchte, aber hätte er Exhaust gehabt, wäre das mehr, das Morgana-Shield da gewesen. Und dieser Pantheon-Pick hat einen großen, den ich gemacht habe, hat einen großen Anteil daran gehabt, dass wir dieses Spiel auch verloren haben. Ich hätte einfach nicht gesehen, dass die Gegner Morgana hatten. Wie kann man so einen einfachen Fehler passieren? Und mit den Lane-Switch hätten wir auch rechnen müssen. Ja. Das war eigentlich so offensichtlich wie ein. Ja, das Problem hatte, ihr hattet nachher auch fast gar keinen AP, ne? Ja. Und meine Ultis waren sehr. Ja, Grace war das, ne? Ja, der hatte noch keinen Last Whisper im vorletzten Fight oder sowas. Und da hat der Sein schon Thormail gehabt. War halt keine Chance, irgendwie den Sein zu töten. Wir haben ja von Anfang an gewusst, dass ihr gar keinen AP-Schaden haben wird. Vielleicht Sejuani wegen dem APs, wegen dem. Ja, aber normalerweise ist ja die Meta Tank-Meta. Deswegen haben wir auch nicht erwartet, dass Sejuani AP geht. Ja, nee, vergiss das bei mir. Der andere Squall war schon Qual genug für mich, Mann. Überhaupt nicht meins. Gut, ich mach mal eben kurz, weil ich glaube, alle sind so ein bisschen müde. Ich gehöre auf jeden Fall auch dazu. Ja, sag mal was, mach mal eine Ansage von der Orga. Ja, erstmal besten Dank, dass ihr alle teilgenommen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab kleine Schwierigkeiten, aber im Endeffekt haben wir, glaube ich, sehr viel schöne, knappe, spannende Spiele gesehen. Oh ja. Auf jeden Fall. Dann möchte ich bitten, alle, die im Gewinnerteam waren, einmal bitte diesen Champion zu adden. Ach, ihr müsst den doch adden. Okay, alles klar. Welchen? LOL, oder? Ja, in LOL, ja. Ich bin zu faul dafür. Ja, mach mal. Gut. Ey, Jan, nicht eintippen hier. Du bist nicht Gewinner. Tut mir leid, aber ich hänge an meiner Tastatur. Ja, das hat mir gehört. Das Beste bei dieser Cutter war, er hat so die Tastatur gehämmert, Alter. Ich dachte, der Dachbar klopft dann. Ich war voll ruhig. Ich hatte Judge, also. Der war der ruhigste und ich habe am meisten rumgeschrien. Ich meinte meinen Midlaner vorzugehen. Er meinte mich, weil ich hatte heute Cutter gespielt. Auch. Und als wirklich so ging die Tastatur, wir konnten den anderen nicht verstehen, einfach weil seine Tastatur so laut war. Das war so lustig. Das ist doch gerade wie ein Maschinengewehr. Aber muss man als Cutter nicht sogar eigentlich nur den Kopf auf die Tastatur legen? Ja, aber wenn man viele Resets kriegt, dann muss man auch so viel passieren. Dann muss er öfters mit dem Kopf dagegen hauen. Ja. Face Roll! Aber man braucht Geduld, das sag ich euch. Ja. Oh ja. Aber ich finde irgendwie lustig, dass ich bin schon dort 3 Turnieren dabei gewesen und genau in dem Moment, wo ich auf Jungler umsteige, bin ich im Finale irgendwie so lustig. Das ist so das perfekte Zeichen. Werde Jungler. Ja, es liegt ja immer dran, wie man in so ein Team passt. Ne? Das ist halt alles so ein bisschen Glückssache, ne? Ja, das war. Jetzt haben sich einige beschwert, dass ihre Teams halt unfair waren oder sowas. Ich würde genau die gleichen Teams machen. Würde ich auch. Also ich habe auch von vielen gehört, dass die Teams fair waren. Also ich glaube, so ein
Genau, Mittelmaß werden wir nicht finden. Also, ja. Also bis jetzt, die Teams waren so hin. Also von der MMA aus waren sie, also bei manchen Sachen waren es echt nicht mehr ganz fair, aber ich meine, besser geht es wahrscheinlich auch nicht. Ja, du kannst es halt nicht allen recht machen. Wir haben Anfang 263 Anmeldungen gehabt. Ja, und ihr habt dann 15 haben, Minuten Zeit. Ich weiß dann nicht. Dann haben wir 2 Minuten, dann haben wir noch 2 aus der Orga dazugenommen. Und dann waren auf einmal wieder 3 Leute, 4 Leute weg. Dann das Problem ist, dann geht der eine Bronze 3 gerade weg. Ja. Und dann findest du keinen Bronze 3 Spieler mehr, weil du den gerade nicht hast. Dann nimmst du einen Silber 5 Typen. Oder da geht ein Gold 1 weg, dann nimmst du einen Platin 4. Dann kommt das mal so ein bisschen zusammen. Also ich kann euch das wohl erklären, warum das so kommt. Ja. Weil wir versuchen es immer mehr, aber dafür, dass die Leute sich anmelden, dann in den Check-In drin sind, aber dann doch weggehen oder 15 oder 30 Minuten AFK sind. Dadurch kommen dann mal so kleine Schwierigkeiten. Das eine Spiel war ja mit einem Diamond, 2 Platin, 1 Gold und der andere Silber. Oder Bronze. Also ich hab doch vorhin gegen 2 Diamond gespielt, oder? Hä? Nee, wir haben doch vorhin gegen Diamond, Gold, also Diamond, Platin, 2 Gold und 1 Silber gespielt und ja. Ja, das wird also ich glaube 2 Diamond waren nirgendwo. Das ist, nee, 2 Diamonds nicht, das sowieso. Nee, 1 Diamond und 2 Gold. Sorry, meine Schuld. Aber was man dazu sagen kann, muss, ist einfach, es gibt auch Momente, wo man sagt, okay, der spielt jetzt besser als seine Liga. Zum Beispiel unser Bronze-Spieler, bei dem ersten Game dachte ich mir so, oh Gott, Bronze-Spieler, mal gucken, wie das wird. Und man fällt dann so auf, so nach 10 Minuten, der farmt besser als ich. Ich so, okay, ich farm verbessert, also was ist los mit mir? Es kamen Leute zu mir, die haben mir gesagt, der ist doch nie Bronze 3, ne? Und dann haben die natürlich auch gewonnen, die dachten, der wäre, ja gut. Deswegen gibt es halt so Champion, die spielt ja auf jeden Fall besser als ein Diamond-Spieler. Weil er die halt besser kann. Also, ne? ich hab einen Freund, der spielt nur Vega, der spielt Vega besser als so Diamond-Typ, also ohne Problem, ja. Das meine ich jetzt auch ernst. Ja, weißt du, ich muss aber genau auch dazu sagen, hättet ihr jetzt den Nasus gebannt, hätten wir ein richtiges Problem gehabt. Aber sie waren dafür, Nasus zu bannen. Ich hab's euch gesagt, Leute, ich hab's euch Aber darf ich mal eine Frage stellen? Ja, dazu haben wir eine Frage. Wieso baut er im Halbfinale in Sidestone? Weil er das falsch verstanden hatte. Ich hab's falsch verstanden einfach. Das war dumm. Boah, wie wir saßen da, ne? Wir haben auch noch ausgebaut, weil es auch noch schön 800 Gold noch donated in den ausgebauten Sidestone. Was war denn? Und dann noch die 5 Beiträge dazu. Ich hab mich Schrott gelassen. Es tut mir leid. Ich hab ja auch mal schon öfter Nasen gespielt. So, und vor allem, hat er noch 2 Wards gehabt, ne? Geil. Nee, er hat ja. Irgendwie, also der Baustocker meinte auf einmal so, hol dir diesen scheiß, irgendwas Level 9, sowas Trinket Stein. Upgrade. Ja, und ich hab mir dann einfach Zeitzone gekauft. Ja. Ja, ich hab's nicht gecheckt, ich hab einfach echt in Fahrrad so gehandelt und dann... Aber hättest du wenigstens auch einen Sweeper holen können oder sowas. Boah, das war richtig lustig. Gut, ey. Boah, wir saßen da wirklich und mussten... Okay, kann man die lösen, ja. Ey. Eine dumme Frage, gab's diesen Rexai-Bann wegen meiner Bemerkung am Ende? Nein, das konnte man gar nicht sehen. Okay. Das konnte man im Stream nicht sehen. Ja, wo ist gestorben, okay. Kurz gesagt. Also ich hätte Rexai auch gebannt, wo ich im Halbfinale gesehen habe, wie du mit dem performt hast. Ja. Oh. Das war schon nicht schlecht, also... Danke, du hast auf jeden lieben. Fall... Ja, nee, ich meine das jetzt ernst, ich spiele ja öfters Rexai, also... Also ich habe vorhin ein bisschen im Stream geschaut, ich habe gesehen, der hat 2x Cassio gespielt, ich habe gesagt, wir bannen Cassio auf jeden Fall. Aber das Witzige war erstes Mal Cassio gegen den Early richtig schlacht und dann im Late war richtig gruselig. Der Rexai sah richtig gruselig auch aus. Das war in dem einen Spiel halt einfach so, ich wurde gefühlt, beim ersten Tod war ich zu weit draußen, das war offensichtlich und dumm von mir, und die nächsten 4 Tode da drauf waren einfach nur alle unter meinem Tower, weil die... Da eben die Ari hinterher geflasht sind wie sonst was. Ich habe mir gefragt, die kommen aus dem Nichts. Ich sehe sie nicht, ich habe alles gewollt und bin dann trotzdem tot. Aber naja. Zum Glück gab es ja diesen Baron Throw. Der war richtig nice. Wobei ich sagen muss, dass wir zu dem Zeit, wo die bei uns vorkamen, wir eigentlich schon am Führen waren. Ja, genau, da waren wir halt. Ja, auf jeden Fall. Also ich. Aber immerhin gab es ein Highlight am Ende, im Pantheon mit, das ist nicht aus aller Tage. Ja, das war unser Todesurteil, Mann. Aber cooles. Nett. Nein, ich meine, wärst du als Cutter in die Mitte gegangen, ne, da hättest du aber auch keine Chance gehabt. Das war also schon gut, dass ihr den Landswitch gemacht habt. Ich meine, was hattet ihr auch vorgemacht? Ja, wir haben uns schon im Champion Select überlegt, wir machen Switch auf jeden Fall.
Ja, aber dieses Morgana-Schild hat mich sorgt. Ich habe schon keine Ultis getroffen, was der Giovanni, okay? Und wenn ich sie treffe, war ein Schild. Und ich war nur so, Leute, bitte, lasst mich nur einmal diese Katastrophe dann. Nope, die springt dir 17 Mal weg. Ich kann die nicht wegschubsen, ja, wenn jedes Mal den Morgana mit ihrem Schild hat. Wir kriegen jetzt Kunkel im Wert von 25 Euro und 1. Nice, da erklärt jemandem, was die Sache ist. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, fürs Mitmachen. Kommt beim nächsten Mal auch wieder rum. Ist richtig funny. Richtig cool. Leute, wir haben uns bedankt. Das ist echt tolles Turnier. Das hat echt Bock gemacht. Ich glaube, das würden wir hier jetzt mal wieder mitmachen, oder Jungs? Ja. Sau cool, Mann. Hört man echt immer wieder gerne. Jeder kriegt an. Ist okay, erklär's deiner Mom weiter. Aber das Beste fand ich, also es war in einem Spiel sogar, da hat ein Kind ihrer Mama zugeguckt, wie sie die Gomeschen spielt. Ja, du hast dann auf dem Schoß, ne? Das habe ich auch gelesen im Chat. Boah, ich musste mich so weglegen, ne? Ah, und süß. Ich fand das mega gut. Also ich fand das cool. Gute Nacht. Okay, dann wollen wir hier mal sagen, ich mach den Stream jetzt aus. Alles klar. Sehr geil, vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Jo. Peace. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gute Nacht. 1, 2, 3.